Hallo auch die, die später noch dazu gekommen sind. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich gebe mein Bestes hier so allein in den Raum. Nathanael ist da, aber sonst bin ich hier ziemlich alleine mit der Kamera. Ich denke, wir machen uns eine richtig schöne Stunde und wir fangen an wie immer. Und du kommst an das vordere Ende deiner Matte. Du bist hüftweit. Du richtest dich auf, deine Schultern sinken nach unten, die Matte ist hinter dir und du gehst in die Gebetsstellung. Du atmest ein, denk immer dran, ganz kurz vorher noch, denk immer dran, die Rippenbögen bleiben drin, damit wir nicht übers Hohlkreuz in die Öffnung gehen, sondern Rippenbögen immer schön geschlossen halten, wenn wir jetzt gleich uns richtig über das Brustbein öffnen. Los geht's! Atme ein, öffne dein Brustbein, strecke dich, atme aus, roll dich langsam nach unten ab. Setz dein rechtes Bein nach hinten auf, wie immer weit hinter das Becken. Mit der Ausatmung öffne dich über das Brustbein. Einatmung, setzt die Hände nach unten ab und das linke Bein geht nach hinten, das rechte geht ebenfalls nach hinten und du gehst ins spitze Dach. Und langsam zum Boden, die Arme gehen nach hinten, denk wieder an die Rippenbögen. Mit der Einatmung aufrichten, das Brustbein streckt sich. Mit der Ausatmung wieder absetzen, die Hände aufsetzen. Und langsam wieder hochschieben ins spitze Dach. Das linke Knie setzt sich auf, das rechte geht nach vorne. Denk wieder dran, du bist weit hinter dem Becken. Mit der Einatmung strecken. Und mit der Ausatmung wieder absetzen. Der hintere Fuß kommt zum vorderen, die Hände in Gebetsstellung. Mit langem Rücken hochkommen. Mit der nächsten Einatmung nochmal strecken. Mit der Ausatmung wieder in der Gebetsstellung ankommen. Okay, wir haben uns schon mal ein bisschen durchgedehnt und es geht jetzt weiter. Und ich spreche die ganze Zeit mit euch. Sei ganz bei dir, bei deinem Körper. Hüftenger Stand, ein Fuß geht noch dazwischen. Streck mal deine Beine. Die Fußspitzen mögen sich nicht, die Fersen lieben sich. Richte dich auf, die Rippenbögen sind geschlossen beim Ausatmen. Nacken streckt sich und du machst dich richtig lang zwischen Steißbein und Scheitelpunkt. Denk an die Box, die Schultern gehen nach hinten. Und senken sich auf den Rumpf ab. Der untere Bereich des Bauches wird angespannt und wir ziehen das Schambein zum Bauchnabel. Wir hatten letzte Woche angefangen, den 100er mal im Stehen zu üben. Und das machen wir jetzt nochmal. Du bist ganz aufrecht und du denkst dran, wir wollen in die Flanken atmen. Das heißt, du atmest ein. Und spürst richtig die Luft, wie sie einfließt in deinen Brustkorb und wie sich dann beim Ausatmen deine Rippenbögen fester schließen. Einatmen nochmal und beim Ausatmen nochmal feste schließen und das Powerhouse schon anspannen. Der Bauchnabel zieht sich nach innen oben. Jetzt nimm deine Arme mal nach vorne. Denk immer dran, dass du hier wirklich geöffnet bleibst und die Schultern tief. Einatmen, wir pumpen fünfmal mit den Armen und ausatmen wieder fünfmal. Und du spürst, es gibt ganz viel Spannung hier und du versuchst es einmal zu halten. Komm, wir machen es zusammen. Einatmen, ausatmen. Ich schließe manchmal die Augen und stelle mir vor, ihr seid bei mir. Mach noch ein bisschen weiter und spüre wirklich, wie du hier aufrecht im Brustbein bleibst.
wie du in den Rippenbögen arbeitest, mit dieser Zwischenrippenmuskulatur, die ganz, ganz wichtig ist für deine Aufrichtung. Halte die Schultern tief. Lass die Arme sinken. Dann geh ans andere Ende deiner Matte. Geh nochmal ins Powerhouse rein. Die Fersen lieben sich, die Fußspitzen nicht so. Das Becken einpendeln, immer spüren. Das Bein hängt so ein bisschen nach unten und das Schambein zieht sich ganz leicht Richtung Bauchnabel nach oben. Dann nimm die Schultern schön in die Öffnung. Lass sie nach unten auf den Rumpf sinken. Mach deinen Nacken ganz lang und beginne jetzt in der Brustkorbatmung weiterzumachen, wenn es geht. Du schaust einfach mal, ob du es schaffst. Wenn nicht, bist du immer beim Ausatmen hier ganz fest geschlossen. Einatmen. Und ausatmen. Langsam runterrollen, schau auf mein Becken. Wirbel für Wirbel tropft nach unten. Erst im letzten Moment, da machst du dein Becken auf und dann schieben sich die Sitzbeinhöcker nach oben und du gehst ganz bis unten. Da atme ein und mit dem Ausatmen rollst du dich wieder hoch, Wirbel für Wirbel und gleich schiebt sich das Becken wieder in die richtige Position. Steißbein nach unten, Schambein zum Bauchnabel. Schultern weiten sich und sinken nach unten zum Brustkorb. Die Arme nochmal nach oben beim Einatmen und beim Ausatmen nochmal. Langsam runterrollen, nicht die Schultern vorsinken, lassen schön geöffnet bleiben. Langsam runterrollen. Becken öffnet sich wieder, wenn du hier ungefähr bist. Gehst ganz nach unten. Setz die Hände auf, wander nach vorne in den Vierfüßlerstand. Du siehst, ich habe heute ein Mikro, ist nicht so ganz einfach mit der Handhabung, aber ich denke, ich schaffe das. Die Finger, die Hände sitzen unter den Schultern, die Finger sind gespreizt. Du nimmst das Gewicht mehr auf den Außenkanten und auf den Daumen und hast die Innenhand so ein bisschen gehöhlt, damit du spürst, dass das Gewicht sich so ein bisschen mehr verteilt. Das Becken befindet sich über den Knien und auch hier ziehst du dich immer beim Einatmen nochmal ganz weit in die Länge. Scheitelpunkt nach vorne, Steißbein nach hinten. Komm wieder ins Powerhouse, einatmen. Beim Ausatmen den Bauchnabel nach innen oben. Nimm einfach mal die Spannung vom Stammbein nach oben mit. Schultern rutschen nach unten, du atmest ein. Und beim Ausatmen schließen sich die Rippenbögen fest, ohne dass sich jetzt erstmal was an deiner Körperstellung verändert. Und jetzt wollen wir ein bisschen damit arbeiten. Mit dem Einatmen wollen wir uns ganz lang machen. Steißbein und Scheitelpunkt ziehen weit auseinander, Schultern von den Ohren weg. Mit der Ausatmung wandert der Bauchnabel noch tiefer nach innen. Und nach oben zu den Rippenbögen. Die Rippenbögen schließen sich und du schiebst den unteren Rücken nach oben. Und unter dem Körper wollen sich Bauchnabel und Nase küssen. Einatmen, wieder lang werden. Schulterblätter fließen in den hinteren Hosen. Beim Ausatmen rund werden. Bauchnabel und Nase küssen sich. Schau immer beim Langwerden auch, dass du wirklich lang im Rücken bleibst und dass dein Powerhouse fest ist. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, genieße deine Atmung und setze die Bewegungen in die Atmung. Mach dich nochmal ganz lang während dem Einatmen und setz beim Ausatmen den Po etwas nach hinten ab. Und wir wollen uns mal nach vorne lang machen, die Arme strecken so leicht geöffnet.
Brustbein sinkt nach unten und du verlängerst deine Arme aus den Schultergelenken heraus. Die Schultern bleiben dabei weit weg von den Ohren. Und komm wieder zurück in den Vierfüßler. Wenn du eben schon bei Miriam dabei warst, dann hast du die Übung schon mal gemacht. Wir machen sie heute nochmal oder jetzt nochmal mit der Pilates-Bauchspannung, das heißt mit dem Powerhouse. Du atmest vorbereitend ein, setzt deine Fußspitzen auf und beim Ausatmen ziehst du deine Knie so ein paar Millimeter vom Boden hoch und zwar aus deiner inneren Kraft in der Körpermitte. Einatmen, setzt sie wieder ab. Achte darauf, dass deine Schultern von den Ohren wegbleiben. Immer schauen, dass sich die Rippenbögen gut schließen, dass wir nicht so ins Hohlkreuz sinken. Ich habe ein bisschen Probleme hier mit meinem Mikro. Arbeite aus der Kraft in der Körpermitte. Sei ganz konzentriert, sei ganz bei dir und deinem Körper. Die Rippenbögen schließen sich fest, der Bauch spannt sich nach innen oben an, die Schultern sind weg von den Ohren. Ein letztes Mal. Setz die Knie wieder ab und komm in die Sitzposition. Wir wollen den unteren Rücken noch ein bisschen bewegen. Ihr merkt, ich habe hier ein bisschen zu tun. Leg die Hände auf die Knie. Spür nochmal deine Sitzbeinhöcker. Richte dich auf den Sitzbeinhöckern auf. Und wenn du dein Brustbein jetzt ganz stolz streckst, denk dran, dass deine Rippenbögen immer so ein bisschen reingezogen bleiben, damit wir nicht ins Hohlkreuz gehen. Die Schultern sind geöffnet und fließen nach unten auf den Rumpf. Wir atmen vorbereitend ein und hier sind wir immer ganz lang gezogen. Steißbein geht so ein bisschen in den Boden. Scheitelpunkt zieht sich nach oben. Beim Ausatmen hüllst du deinen Bauch ganz tief und schiebst dich damit so ein bisschen hinter die Sitzbeinhöcker. Der untere Rücken rundet sich. Das ist erstmal genug. Beim Einatmen wieder nach oben. Schau immer, dass deine Schultern hier schön geöffnet bleiben. Einatmen. Spür deine Mitte, spüre, dass dein Nacken frei ist, dass die Schultern geöffnet bleiben. Und jetzt versuchen wir mal, diese Rundung durch die ganze Wirbelsäule fließen zu lassen, so ganz langsam. Beim Ausatmen rund werden, bis du tatsächlich fast schon in der Halswirbelsäule angekommen bist. Die Schultern kommen nicht nach vorne, befinden sich aber trotzdem über dem Becken. Mit der Einatmung rollst du dich langsam auf, das Brustbein streckt sich und Wirbel setzt sich auf Wirbel. Ausatmen. Hinter die Sitzbeinhöcker und langsam diese C-Kurve durch die ganze Wirbelsäule fließen. Einatmen, Brustbein streckt sich und du rollst dich langsam hoch. Nochmal. Und wieder strecken, Brustbein taucht so ein bisschen auf. Und du bist wieder bei mir. Und wir gehen nach unten. Und ihr wisst ja, was unten ist, nämlich der warme Sand. Okay. Lass es uns zusammen hinkriegen. Die Beine mal strecken. Die Fersen wollen zueinander. Die Fußspitzen mögen sich nicht so. Das kennt ihr. Die Sitzbeinhöcker sind fest aufgestellt. Und wir denken nochmal an die C-Form der Wirbelsäule. Und an die Öffnung hier in den Schultern. Die Arme gehen zur Seite. Vielleicht wirst du deine Handflächen nach oben nehmen. Du atmest ein und spürst nochmal diese Länge zwischen Steißbein und Scheitel.
Und beim Ausatmen gehst du jetzt in die C-Form, rollst dich aber dabei Wirbel für Wirbel Richtung Boden ab. Die Beine werden dabei immer länger. Immer länger. Und mach dich hier nochmal ganz lang. Und da darf das Powerhouse auch nochmal aufgehen. Und die Arme kommen an der Seite neben dich. Stell die Beine auf. Und jetzt spürst du schon den warmen Sand und wuselst mal so ein bisschen, um deine Wirbelsäule zu entspannen und lang zu machen. So, jetzt bauen wir wieder auf und dabei ging es ja nochmal auch um die Länge der Halswirbelsäule. Spür nochmal, wie dein Scheitelpunkt sich so ganz sanft nach hinten rauszieht und dein Kinn sich auf dieses kleine Äpfelchen zwischen Kinn und Brustbein ablegt. Deine Schultern kuscheln sich in den warmen Sand. Die Arme drehen sich zur Seite einmal auf. Die Handflächen schauen nach oben. Dein unterer Rücken sinkt so ein bisschen Richtung Sand, so dass so ein kleines Luftpölsterchen dazwischen ist. Deine Beine sind hüfteng aufgestellt und die Füße sind parallel. Wir wollen jetzt nochmal so an dem 100er arbeiten. Wie war das nochmal? Die erste Position. Die Arme heben sich etwas über den Boden, aber nicht die Schultern nach vorne ziehen. Schultern bleiben geöffnet. Einatmen vorbereitend. Beim Ausatmen rollst du dich langsam hoch. Und dafür hebt sich erstmal der Schultergürtel mit dem Kopf. Und dann rollst du dich langsam hoch, bis du wirklich so eingerollt bist, dass deine Schulterblätter nur noch mit den Spitzen im Boden berühren. Und jetzt fangen wir an mit der Bewegung. Das ist die erste Stufe des 106. Ne? Einatmen, ausatmen, einatmen und achte immer darauf, dass du wirklich lange ausatmest, dass du wirklich die Tiefenmuskeln anspannst, dass du spürst, ich puste meine kalten Hände warm, die tiefen Muskeln sind dabei. Wenn du jetzt Spannung im Nacken spürst, dann leg den Nacken ab. Und nimm jetzt mal die Beine auf den Stuhl vor dir. Und jetzt dürfen die Arme arbeiten und du musst hier wirklich so ein bisschen die Spannung halten. Schau, dass du nicht den unteren Rücken zum Boden drückst und nicht ins Hohlkreuz gehst. Bleib hier auf dem Stuhl und zieh die Rippenbögen rein. Arme schweben so ein bisschen über dem Boden. Gleiche Aufgabe wieder. Einatmen. Ganz auch in dieser Staccato-Atmung, ne? Ihr wisst, wie es geht. Wir atmen so in die Flanken. Genau. Kann ich jetzt nicht, weil es hört sich wahrscheinlich ganz doof an am Mikro. So, das ist die zweite Position des 100ers. Vielleicht ist das schon deine, dann machst du einfach da weiter. Wenn du aber noch ein Stück weiter gehst, dann kommst du mit dem Oberkörper wieder hoch, gehst hier in die Spannung, Beine kommen auf den Stuhl und strecken sich dann auch vielleicht. Da kann ich auch einmal wirklich sprechen. Also einfach in deine Position für den 100er gehen. Also bist hier oder du bist hier oder du bist hier. Komm, wir machen noch drei zusammen. Okay, los geht's. Einatmen. Ausatmen. Leg den Oberkörper ab, fass mal mit den Händen so in deine Kniekehlen und zieh die Knie ganz sanft Richtung Brustbein. Lass die Schultern schön im Sand liegen, weil da ist es schön warm und bequem. Und jetzt geh langsam so weit nach vorne mit den Beinen, dass deine Beine wieder auf dem Stuhl liegen. Und du spürst, ich bin nicht im Hohlkreuz. Und ich drücke auch nicht den unteren Rücken in den Sand rein, sondern ich habe immer noch so ein kleines Luftpölsterchen dazwischen. Die Arme weit ausbreiten
und mach dich erstmal richtig breit im Sand. Kuschel deine Schultern in den Sand, mach deinen Nacken frei, die Schulterblätter runterziehen, von den Ohren weg, die Beine schließen. Zieh nun deine Knie beim Einatmen so ein bisschen ran, ohne dass du hier das Becken nimmst. Nur die Knie ein bisschen ranziehen und dann ein bisschen nach vorne gehen. Und jeder guckt mal, wie weit kann ich gehen, ohne dass hier meine Rippenbögen aufgehen oder mein Powerhouse schlüpft. Einatmen. Genau, komm. Jeder macht das in seinem Bereich, wie es für dich passend ist. Wir arbeiten mit dem Körper, nicht dagegen. Immer dran denken. Schaffen wir noch zwei zusammen? Und stell die Beine erstmal ab. Und dann lassen wir mal die Knie so ein bisschen hin und her pendeln. Schultern und Arme dürfen ganz entspannt im Sand liegen. Und stell die Füße mal ganz dicht zusammen und schließe mal deine Knie. Die Hände dürfen mal so auf die Hüftknochen hier oben drauf. Wir wollen mal spüren, ob das Becken auch in der richtigen Position liegt. Immer so ein bisschen schon spüren, Schambein zieht zum Bauchnabel nach oben, ohne dass ich jetzt meinen Rücken in den Sand reinschiebe. Jetzt Hände gerne da lassen, einatmen, ein Knie fällt zur Seite, das andere Bein bleibt ganz gerade und beim Ausatmen wieder gegen Widerstand das Bein ranziehen. Einfach mal spüren, wie weit geht das in die Öffnung beim Einatmen, ohne dass ich mein Becken auf der anderen Seite hebe. Beim Ausatmen wieder ranziehen. Und spür auch mal den Widerstand zwischen den Knien. Arbeite hier. Arbeite mit den Zwischenrippenmuskeln, die sich da wirklich fest schließen. Atme in die Flanken, in die Seite hinein. Denk nochmal an den Faltenrock. Genau, wenn du spürst, das klappt jetzt schon ganz gut, dann wollen wir noch ein bisschen weiter arbeiten und zwar mit den Beinen oben, wenn es dir möglich ist. Die Arme wieder seitlich ausbreiten und wir legen die Beine wieder auf den Stuhl vor uns. Wenn es dir zu schwer ist und denkst, ich muss jedes Mal ins Rückkreuz dabei, dann übe einfach mal beim Ausatmen ein Bein auf den Stuhl zu legen. Beim nächsten Ausatmen das andere Bein dazu, ohne dass sich hier was hebt oder hier was hebt. Und dann setzt du wieder ab und gehst wieder mit dem anderen Bein zuerst hoch und gehst wieder in diese Stellung. Wenn das deine Übung ist, dann bleibt es dabei. Wenn du hier oben schon halten kannst, ohne dass sich hier irgendwas öffnet, dann bleib hier. Und jetzt geht's zur Seite. Mit der Einatmung gehen die Knie etwas zur Seite und du spürst, wie sich auf der anderen Seite das Becken, die Taille, die Rippenbögen so ein bisschen vom Boden heben. Beim Ausatmen richtig feste anspannen, Rippenbögen reinziehen und schließen. Und zuerst hier die Rippenbögen zum Boden, dann die Taille, dann das Becken. Ganz konzentriert, sei ganz konzentriert und bei dir. Zur anderen Seite, einatmen. Hol dir die tiefen Muskeln dazu, indem du wirklich kräftig ausatmest und spürst, wie sich hier wirklich alles aktiviert nach innen, oben. Genau. Ganz wichtig ist auch, dass du immer ein bisschen guckst auf deine Nacken- und Schultermuskeln, dass die nicht angespannt sind, sondern dass du alle Kraft hier aus der Körpermitte holst. Noch zu jeder Seite einen, schaffen wir das? Und wir setzen die Beine wieder ab. Ich weiß, es ist anstrengend, die Beine immer auf dem Stuhl zu halten. Das trainiert natürlich auch wunderbar, so die tiefen, die unteren Bauchmuskeln und das lohnt sich auf jeden Fall.
Okay, machen wir weiter. Nochmal schauen, bin ich noch ganz lang gezogen? Ist mein unterer Rücken noch schön lang? Steißbein verlängert so ein bisschen den unteren Rücken Richtung Fersen. Und dann wollen wir nochmal die Beine auf den Stuhl legen. Und jetzt gehen mal beide Hände zum linken Knie. Mit der Ausatmung kommt der Oberkörper hoch. Du rollst dich hoch bis zu den Schulterblättern. Einatmen, du ziehst das Knie etwas ran und beim Ausatmen streckt sich das andere Bein nach vorne. Einatmen, beide Knie sind hier bei dir. Beim Ausatmen das andere Knie ranziehen, das Bein strecken. Je weiter du es nach vorne streckst, desto mehr Spannung musst du hier aufbringen. Für alle, die Spannung im Nacken spüren, Matte nehmen, Kopf reinlegen, hochkommen. Und hier die Beine halten und einfach im Wechsel die Beine das eine Bein ranziehen, das andere strecken. Kinn auf dem Äpfelchen, klar. Schultern nicht vorziehen. Und leg den Oberkörper wieder ab. Stell die Beine zurück zum Boden. Die Arme liegen wieder seitlich, etwas abgewinkelt von dir im Sand. Handflächen schauen nach oben. Schulterblätter sind nach unten gewandert. Nacken ist gestreckt, Kinn auf dem Äpfelchen. Die Füße hüfteng. Und jetzt die drei Punkte deiner beiden Füße. Einfach mal fest in den Boden stemmen, dich da gut absichern. Einatmen, mit dem Ausatmen hier wieder alles nach innen oben, Rippenbögen schließen, das Becken einrollen und langsam Wirbel für Wirbel nach oben ziehen. Immer darauf achten, dass dein Nacken und deine Schultern frei bleiben. Einatmen hier oben und ausatmen, alles wieder nach innen oben und einen Wirbel nach dem anderen zum Boden zurück, ohne dass die Beine auseinandergehen oder irgend so was. Und hier nochmal ganz gut drauf achten, wenn du unten angekommen bist, nochmal scannen die Rückseite. Wie liege ich im Sand? Welchen Abdruck machen meine Wirbel? Und dann fängst du an, nochmal hochzurollen beim Ausatmen. Füße fest auf dem Boden und los geht's. Und du ziehst deine Wirbel wie so kostbare Perlen ganz langsam und konzentriert Wirbel für Wirbel aus dem Sand hoch. Atmest oben ein und legst sie genau dort wieder hin, wo du sie herausgezogen hast. Langsam wieder runterrollen, Wirbel für Wirbel, Nacken bleibt lang. Hier immer schon festbleiben, nochmal einatmen und beim Ausatmen langsam wieder das Becken erst einrollen und ganz genau nachspüren. Wirbel für Wirbel ziehe ich jetzt langsam aus dem Sand, mache mich ganz rund. Rolle beim nächsten Ausatmen, alles wieder langsam, Wirbel für Wirbel in den Sand, genau dorthin, wo der Wirbel auch erst lag. Und nochmal, und wenn wir jetzt oben sind, dann bleiben wir oben. Das heißt, einatmen, vorbereiten, nochmal spüren, ich bin lang auf der Rückseite. Beim Ausatmen Becken einrollen, hier ganz fest bleiben, Rippenbögen sind geschlossen und du rollst dich Wirbel für Wirbel nach oben. Hier oben angekommen, bleibe hier. Aktiviere deine Po-Muskeln, schieb dein Becken nach oben, sodass die Leisten gestreckt sind.
Atme ein. Beim Ausatmen machst du den rechten Fuß etwas leichter wie den linken. Gar nicht hochnehmen. Ganz konzentriert bleiben, dass du hier in der Spannung bleibst. Rippenbögen drin. Nur immer die Füße so abwechselnd ein bisschen leichter machen, dann ist mehr Gewicht auf dem anderen Bein und die andere Seite muss einfach mehr Kraft aufbringen. Ganz kontrolliert und konzentriert. Achte auf deine ganze Körperspannung, auf den Nacken, der bleibt lang, die Schultern bleiben tief. Arbeite mit dir, nicht gegen dich. Also die Spannung nur so weit erhöhen, wie du das auch halten kannst, ohne dass du hier absinkst. Okay, jeden Fuß noch einmal. Jetzt mal hier bleiben, beide Füße wieder fest auf den Boden. Einatmen und beim Ausatmen Wirbel für Wirbel zurücklegen in den Sand. Alles noch gut? Unten angekommen, erst auch gerne mal die Beine so richtig schütteln. So, und jetzt wollen wir eine Übung machen. Da müssen wir ganz konzentriert sein. Du bist noch mal lang, Schultern sind noch mal tief. Das linke Bein steht fest auf dem Boden und das rechte nimmst du mal nach oben und streckst es weitestgehend so, wie du kannst, ohne dass das Becken nach oben kommt. Immer schön lang bleiben auf der Rückseite. Und jetzt wollen wir kleine Kreise malen. Wir fangen ganz klein an. Einatmen, dann gehst du mal mit dem rechten Fuß so Richtung linke Schulter. Und von dort dann langsam nach unten, ohne dass das Becken sich hebt auf der rechten Seite. Und beim Ausatmen ganz fest werden in der Körpermitte und über die Seite wieder zurückziehen in die Ausgangsstelle. Also einatmen, linke Schulter, ausatmen, langsam nach unten und über die Seite zurück zur Mitte. Nochmal probieren, ganz fest hier werden. Einatmen. Jawohl, nochmal. Letztes Mal auf der Seite einatmen und in der Mitte wieder ankommen, das Bein abstellen. Ich glaube, ich hätte lieber mit der Seite anfangen sollen. Wir gucken da nochmal, das rechte Bein fester aufstellen, das linke Bein gestreckt. Und hier nochmal schauen, dass du nicht jedes Mal mit dem Becken so hoch kommst oder hier so kippelst. Bleib ganz fest, mach lieber die Kreise sehr viel kleiner. Einatmen, das Bein strecken, wenn es gar nicht gut gestreckt werden kann, kann es auch leicht gebeugt sein. Ja? Versuche es zu strecken, so wie es geht. Und dann geht es mit der Einatmung Richtung rechte Schulter und mit der Ausatmung langsam im Außenhalbkreis wieder zur Mitte zurück. Einatmen. Fest hier bleiben und spür mal, dass dein Becken nicht hier, hier besteht die Gefahr, dass es sich wirklich hier hebt. Aufpassen, schön halten unten. Die Bewegung kommt nur aus dem Hüftgelenk. Genau. Spürst du es? Rückenbögen. Arbeite mit dieser tollen inneren Kraft, mit diesem wahnsinnig tollen Powerhouse. Und dann noch einmal komm. Zur Mitte kommen, das Bein wieder zurückstellen. Wir wollen jetzt versuchen, beide Beine zu kreisen. Das kann unter Umständen ziemlich schwierig sein. Wir versuchen das mal gemeinsam, aber es gibt natürlich da auch Hilfe. Nimm die Beine erstmal auf den Stuhl beim Ausatmen. Schulter nochmal tief, Nacken ist lang. Schau immer, ob du hier auf der Rückseite immer mal scannen, so mit deinem inneren Auge, ob die Rückseite noch schön lang ist. Und dann kommen die Beine auf den Stuhl. Und du kannst vielleicht jetzt die Beine strecken. Die Fersen wollen zueinander
Die Fußspitzen lieben sich nicht so, hatten wir gesagt. Ja? Und ganz wichtig ist, wir wollen jetzt so kleine Kreise machen, dass wir nicht immer hier mit dem Becken nach oben gehen, sondern wirklich aus den Hüftgelenken kreisen. Wenn du nicht so liegen kannst, dann nimmst du deine Hände so in so ein Dreieck zusammen und legst sie dir unter deinen Po. Beine strecken, einatmen, so ein bisschen über die rechte Schulter die Beine ziehen, beim Ausatmen einen kleinen Kreis. So, du kannst das Gefühl so haben, auf dem Kreuzbein, wenn das so ein 2-Euro-Stück wäre, dass wir auf dem äußeren Rand dieses 2-Euro-Stücks kreisen. Immer beim Ausatmen, weil da können wir uns hier schön eng ziehen. Und ganz wichtig, dass du nicht hier so hängst, ja, dass du keine Spannung im Nacken hast. Immer schön tief ziehen. Auch mal die Richtung wechseln. Kann es auch hier sein, ne? Beine. Genau. Einmal noch, komm. Zur Mitte, Beine winkeln, zum Boden zurückstellen. Und wir lassen die Knie einfach mal so ein bisschen hin und her kippen. Und kommen dann auf die Seite. Weißt du, was ich jetzt sage, so dass du mich sehen kannst. Keine Ahnung, ob mein Mikro dann hält. Ich komme mal zu euch. Seitenlage, leg dich wieder relativ mittig auf deine Matte, so dass du das gut mit den Beinen auspendeln kannst gleich. Dein Kissen hast du vielleicht dabei, legst du hier so zwischen Arm und Kopf, so dass du da gut abgestützt bist. Die obere Hand darf hier vorne stützen. Und jetzt schau noch mal, dass du lang bist. Steißbein zieht nach unten, Scheitelpunkt nach oben. Powerhouse wird angespannt. Du schaltest um auf Brustkorbatmung, wenn das klappt. Ansonsten immer beim Ausatmen spätestens dann den Brustkorb fest schließen, die Rippenbögen feste schließen. Du atmest nochmal ein, spürst deinen Körper, ob du auch wirklich lang bist. Beim Ausatmen hebst du beide Beine etwas an und legst sie in die vordere Ecke deiner Matte. Und da bleiben sie auch. Achte immer zwischendurch darauf, dass du immer mit den Beinen dort in der vorderen Ecke bleibst, zumindest mit dem unteren. Obere Hand stützt ab, einatmen, spür dich nochmal länger. Beim Ausatmen das obere Bein auf Hüfthöhe heben und gleich so mit dem Knie ein bisschen nach außen drehen, das andere Knie nach unten drehen, also die Fersen lieben sich wieder, die Fußspitzen nicht. Und dann machst du das Bein mal richtig lang. Vielleicht kann man das sogar hier noch besser sehen, als wenn ihr da seid. Also wenn ich hier liege, dann sind meine Beine ja, das obere Bein ist kürzer. Und wenn ich mich da lang mache, das Bein, schiebe ich es lang raus und habe eine Stütze für den unteren Rücken. Die untere Taille ist gehoben. Mach dich ganz lang in dem oberen Bein. Atme ein, vorbereiten, da spürst du immer noch mal die Länge. Beim Ausatmen hebt sich das obere Bein, bleibt lang. Beim Einatmen wieder zurück auf Hüfthöhe. Beim Ausatmen nach oben. Lang halten. Immer so, als ob du ganz weit vor dir an der Wand so einen Strich malen willst und du willst nicht von dieser Linie wegkommen. Wichtig ist, dass du hier nicht mehr kürzer wirst, dass die Schultern nicht an die Ohren wandern, sondern dass du ganz konzentriert bei dir bist. Die untere Taille bleibt immer gehoben. Knie drehen sich nach außen, das obere zur Decke, das untere zum Boden. Zwei schaffen wir noch. Und nutze deine Atmung für die Bewegung. Während des Ausatmens kommt die Bewegung, die Atmung führt die Bewegung. Dann leg das Bein ab und komm jetzt mit dem oberen Bein mal so vor das untere. Lass so ein bisschen den Fuß aufsetzen oder auflegen, wie du möchtest. Und das untere Bein ist ganz lang. Versuch die Taille trotzdem so ein bisschen gehoben zu halten. Einatmen. Ich weiß nicht, ob du das so siehst. Mit der Ausatmung hebt sich das untere Bein. Ferse führt die Bewegung nach oben.
arbeite mit den tiefen Muskeln, indem du wirklich kräftig ausatmest. Ich habe leider kein Kissen dabei, ich stütze meinen Kopf so ein bisschen ab. Und halte das untere Bein jetzt mal oben und mal kreise mit dem unteren Bein, sodass du wirklich spürst, die innere Beinmuskulatur, der innere Oberschenkel muss richtig arbeiten. Ferse führt die Bewegung. Auch mal anders herumkreisen. Ja, komm. Und wieder zur Mitte kommen, das untere Bein ablegen, das obere dazu. Und wir kommen in die Bauchlage. Ich komme mal so ein bisschen nach vorne zu dir. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Mikro gleich schon runterfällt. Das werdet ihr mir dann schreiben. Okay. Wir legen erstmal die Hände übereinander und die Stirn auf die Hände. Und kommen mal in der Bauchlage an. Mach dich mal ganz lang. Kannst ruhig die Stirn ablegen. Ich versuche dir das gut zu erklären. Und jetzt spürst du nochmal in den warmen Sand. Wie liege ich im Sand? Und dann spürst du, dass vielleicht das Becken so ein bisschen komisch liegt und das wollen wir erst schon mal stabilisieren. Schieb mal dein Steißbein ein ganz klein wenig nach unten Richtung Fersen raus, sodass sich der untere Rücken wunderbar lang machen kann. Das Schambein drückt sich so ein bisschen in den Sand rein, auch die Beckenknochen liegen im Sand. Und dann spürst du, dass da noch jemand im Sand liegt. Und der soll da nicht hin, okay? Einatmen. Beim Ausatmen den Bauchnabel wieder tief nach innen ziehen, aus dem Sand, so als wäre der glühend heiß und du willst ihn da unbedingt rausziehen. Und der Bauchnabel fährt so ein bisschen Aufzug Richtung Rippenbögen. Die Rippenbögen öffnen sich jetzt in die Seite hinein beim Einatmen und beim Ausatmen schließen sie fest und setzen sich so ein bisschen nach unten ab. Also du arbeitest richtig auch mit deinen Zwischenrippenmuskeln. Das machen wir noch so ein paar Mal. Einatmen in die Flanke, Flanken, ausatmen, richtig feste schließen und arbeite mal. Spür das richtig. Und spür, dass dein Bauchnabel nicht in den heißen Sand will, auf keinen Fall. Rücken bleibt lang, ganz wichtig. Das Steißbein fließt nach unten zu den Fersen. Jetzt können wir ein bisschen arbeiten damit. Wir nehmen die Arme mal in die Öffnung, in so eine leichte V-Form. Der Kopf darf gehoben bleiben, über dem Boden schwebend, das Kinn wieder ein bisschen zum Kehlkopf reinziehen und die Schulterblätter wandern nach unten. Und du spürst auch wirklich, dass du im Powerhouse bist. Nacken ist entspannt und lang. Du atmest vorbereitend ein. Beim Ausatmen hebe deinen rechten Arm. Schulterblatt fließt zur Wirbelsäule und fließt so ein bisschen nach unten und du legst wieder ab. Beim Ausatmen den anderen Arm. Schulterblatt wirklich zur Wirbelsäule, ohne dass du hier Spannung im Nacken aufbaust. Und wieder ablegen. Wir versuchen das mal mit den Beinen. Einatmen, mit dem Ausatmen das rechte Bein also richtig aus dem Hüftgelenk lang machen. Und aus dem Sand so ein bisschen anheben. Wieder ablegen. Einatmen, beim Ausatmen das linke Bein lang machen und ein bisschen anheben und ablegen. So, jetzt wollen wir ganz in uns wieder gehen und uns konzentrieren. Mit der Atmung arbeiten. Du atmest ein. Beim Ausatmen hebt sich der rechte Arm, Schulterblatt fließt zur Wirbelsäule. Du machst den Arm aber mal ganz lang. Linkes Bein macht sich lang, hebt sich an. Und wir denken dann nie in die Höhe, sondern immer in die Länge. Zieh dich in die Länge. Wieder ablegen. Ausatmen, die andere Seite. Während der gesamten Ausatmung, du hast da wirklich Zeit zu spüren, dass das Schulterblatt zur Wirbelsäule geht, du dich da lang machst und die Schultern unbedingt von den Ohren wegnimmst. Und während du das jetzt weiter machst, achtest du nochmal ganz genau, was dein Bauch macht. Liegt er schon wieder im heißen Sand? Versuch den immer da rauszuziehen und so mehr in die Flanken zu atmen.
weiß, das fällt schwer, aber wir sind ja hier, um es auch wirklich zu lernen und wirklich zu spüren, uns zu konzentrieren und uns nur mit unserem Körper jetzt mal zu beschäftigen. Und wer schon weitergehen möchte, der geht einfach mal so einen Schritt weiter mit mir. Und alle, die jetzt denken, ja, das fordert mich ganz gut, die bleiben in dieser Übung. Und die anderen gehen einfach mit der Einatmung mal auf der einen Seite hoch, mit der Ausatmung schon gleich auf der anderen Seite. Und ihr macht auf keinen Fall das, was ich jetzt gerade hier mache, nämlich immer so zur Seite gucken. Wir gucken immer so ein bisschen nach unten, ziehen dann das Kinn zum Kehlkopf rein. Entweder du bist immer beim Ausatmen auf einer Seite, gehst mit der Einatmung tief, gehst mit der nächsten Ausatmung auf die andere Seite, oder du wechselst mit Ein- und Ausatmung direkt. Schultern weg von den Ohren, der Bauch raus aus dem heißen Sand, denn der untere Rücken ist lang und wir denken niemals in die Höhe. Wir denken immer in die Länge. Schultern von den Ohren weg. Bleib noch ein bisschen dabei. Jede Seite noch einmal. Dann legen wir wieder ab. Die Hände übereinander, die Stirn auf die Hände. Und du kannst erstmal mit dem Becken so richtig hin und her pendeln und alles wieder so ein bisschen locker. Und dann kommst du auf die andere Seite. Habe ich nicht vergessen. Ich muss mich mal rumdrehen, sonst sehe ich dich nicht. Also, andere Seite wieder mittig auf die Matte. Möglichst das Handtuch drauf lassen, sodass du weißt, wo die Beine nachher liegen sollen. Ja? Kissen zwischen Oberarm und Kopf. Ich muss jetzt gerade mal hier so ein bisschen anders was machen. Okay, einatmen und du spürst nochmal Länge. Zieh nochmal Scheitelpunkt und Steißbein richtig weit auseinander. Beim Ausatmen den Bauch wieder ins Powerhouse anspannen, also alles nach innen oben, Becken in die richtige Position, Schultern weg von den Ohren. Beim nächsten Ausatmen heb deine Beine etwas vom Boden an, bring sie nach vorne in das vordere Eck deiner Matte und leg sie dort wieder ab. Und jetzt wollen wir wieder schauen, dass das obere Bein ganz lang werden kann. Heb mit dem Ausatmen das obere Bein nach Hüfthöhe. Dreh die Knie jeweils nach außen, das heißt, das obere Knie schaut nach oben, die Fersen lieben sich, die Fußspitzen nicht. Und dann machst du das Bein ganz lang und schiebst praktisch die beiden Füße parallel übereinander. Die untere Taille hebt sich etwas vom Boden. Schultern sind nach unten gezogen und wir wollen wieder diesen Strich an der Wand malen mit unserem oberen Bein, mit der Ausatmung nach oben. Und dann geht das nicht so lang. Wenn du jetzt hier wirklich nicht in dieser Position wärst, würde das vielleicht hier hingehen, ja? Aber wir bleiben ganz lang, untere Taille gehoben und du spürst, wie sich jetzt dein oberes Bein nochmal, wie der Fuß nochmal so den Streifen an der Wand malt. Lass die Atmung diese Bewegung führen. Wichtig ist, dass du nicht hier so kippelst, ja, dass du nicht so mit dem Becken hin und her gehst, sondern dass diese Bewegung wirklich ganz weit aus dem Hüftgelenk fließt. Kannst dich vorne abstützen, klar? Ganz geführte Bewegung, ganz konzentriert, ganz kontrolliert. Hey, bist du noch dabei? Super. Ich höre mich an, wie die Leute aus dem Fernsehen ist der Hammer. Komm noch einmal. Und wieder ablegen und die Spannung etwas rausfließen lassen. Jetzt kommt die andere Übung, habe ich auch nicht vergessen. Tut gelaufen, oder? Das obere Bein vor, das untere, siehst du es?
Und jetzt wirklich schauen, dass das untere Bein ganz lang wird, dass die Ferse so ein bisschen die Bewegung führt. Einatmen, mit dem Ausatmen das untere Bein heben, senken beim Einatmen. Ausatmen. Du spürst jetzt schon so ein bisschen deinen inneren Oberschenkel. Jedes Mal beim Ausatmen wirklich lang bleiben, auch mit dem Bein. Hol dir deine tiefen Muskeln dazu. Spür wirklich, wie du beim Ausatmen alle tiefen Muskeln nochmal fester aktivierst. Deine Rippenbögen fest schließt. Und jetzt bleib mit dem unteren Bein mal hier oben. Und dann malen wir Kreise aus dem Hüftgelenk heraus. Die Ferse führt so ein bisschen die Bewegung immer nach oben. Vielleicht wirst du mal andersrum kreisen. Jawohl. Bleib lang mit dem Bein. Komm wieder zur Mitte, leg das Bein ab, das andere Bein darauf. Und jetzt komm nochmal in die Bauchlage. Setz die Hände unter die Schultern. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du nochmal ganz zu dir kommst und spürst, ich schiebe mich jetzt hoch in den Vierfüßler, aber ich aktiviere da auch mal meine Armkraft und stemme mich hier mal hoch und komme in den Vierfüßler. Im Vierfüßler angekommen, muss ich erstmal alles richten. Moment, du darfst auch mal alles richten. So, und jetzt setzen wir wieder die Hände unter die Schultern, die Knie unter das Becken. Und wir wollen spüren, wie unser Rücken lang wird, wie unsere Schulterblätter über den Rücken in den hinteren Hosenbund fließen. Der Nacken macht sich lang. Du atmest ein und beim Ausatmen des Powerhouse nochmal richtig fest anspannen. Mit der nächsten Einatmung hebt sich deine linke oder deine Hand und der Arm führt sich mal zur Seite raus. Du schaust so ein bisschen hinterher, bis dein Arm waagrecht ist. Beim Ausatmen bleibt das Becken über den Knien. Du aktivierst die Körpermitte und dein Arm taucht so unter dem anderen Arm durch zur anderen Seite, so unter dem Dreieck oder unter diesem Viereck durch. Einatmen, wieder zur Seite aufdrehen. Ausatmen, wieder durchtauchen. Das Nadelöhr, erkennt das? Wichtig ist, dass du hier auch immer geöffnet bleibst. Also nicht immer, nicht die Schulter so runterschieben, sondern wirklich den ganzen Oberkörper eindrehen und mitnehmen. Zwei noch. Ein letztes Mal auf der Seite. Und dann setzt die Hand wieder unter die Schulter und wir beginnen mit der anderen Seite, mit der Einatmung. Ich komme vielleicht mal so frontal. Einatmung zur Seite, wirklich den ganzen Oberkörper mitnehmen, zur Seite aufdrehen. Mit der Ausatmung nochmal ganz, ganz fest anspannen und unter dem anderen Arm durchtauchen. Dabei darf der Arm sich so ein bisschen beugen, Becken bleibt über den Knien. Spür dich hier nochmal, spür deine tiefe Kraft in der Körpermitte. Einatmen hier. Letztes Mal.